tanzen gehe. Wo kann ich hier tanzen? Wo kann ich hier tanzen gehen? We all should welcome Daiko from Germany. Daiko. Wellenanlage wird angeschaltet. Wir bitten alle ungeübten Schwimmer, in den flachen Teil zurückzuschwimmen. Ich liebe, wie Deutsch klingt. Ich liebe, wie man auch die Wörter auch zusammenstellen kann. Die Wellenanlage wird angeschaltet. Wir bitten alle ungeübten Schwimmer, in den flachen Teil zurückzuschwimmen. Ich denke, wir arbeiten sehr minimalistisch mit der deutschen Sprache, teilweise fast dadaistisch, aber auf jeden Fall minimalistisch. Es sind ganz einfache Botschaften, die wir benutzen. Die Zuschauer können das ganz leicht verstehen, zum Beispiel, was heißt Ordnung. Das ist ziemlich nah verwandt an das englische Wort Order. In Ordnung. Ist alles in Ordnung. Ja, ich hatte Deutsch-Sprachvideos, die aus der 70er Jahre stammten, vom Goethe-Institut in Melbourne geliehen. Und von diesen Videos habe ich mir dann quasi selbst mir Deutsch beigebracht. Wo kann ich hier tanzen gehen? Wir waren letztes Jahr in über 15 oder 16 Ländern unterwegs und haben über 40 Konzerte gemacht. Und da muss ich sagen, die Reaktionen waren durch die Bank sehr positiv. Wir verstehen uns als elektronisch Musik Kulturbotschafter. Mein Name ist Wolfgang Flühr, ich bin der Ex-Kraftwerk-Schlagzeuger, Elektroschlagzeuger. Es gibt eine gewisse Verbindung zu den früheren Kraftwerk-Songs, das heißt zur Themenwelt von Kraftwerk, auch wenn die Musik schon ein bisschen anders klingt. Das sind diese einfachen Umweltthemen, eben Wellenanlage, Rollerdisco. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die frühere Kraftwerkmusik. Und das ist es eben, was mir gefällt. Ist für uns schon ein wichtiger Einfluss. Wir lassen uns da teilweise über die Soundschiene vom Kraftwerk beeinflussen. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Kraftwerk war meines Erachtens, beziehungsweise unserer Meinung nach, eine der wichtigsten deutschen Bands, die es jemals gab. Die waren die Pioniere und die Erfinder des deutschen elektronischen Musik. Man bekommt bei Daiko schnell mit, worum es geht, weil sie ja erstklassige Videos im Hintergrund laufen haben. Und viele, die teilweise die Songs noch gar nicht mitgehört haben, die singen schon ganz schnell während der Songs teilweise mit. Wir sind in der Daiko Studio in Frankfurt am Main. Wir sind direkt am Main und wir spielen für euch unser neues Lied, das heißt Vorort. Ich bin sauer auf die Stadt. Mein Leben hab ich satt. Kann wieder Schreiber nur lesen. Was für ein geiles Wesen. Ich lebe in einem Heim. Mein Gefühl ist ganz allein.
Ja, dass die beiden jetzt mit dem Goethe-Institut auf Tournee gehen, das finde ich ganz große Klasse. Da wünsche ich ihnen auch sehr viel Erfolg zu. Es kann durchaus sein, dass die genau dasselbe erleben, wie wir damals mit Kraftwerk, der wir erst in Deutschland als Avantgardisten, als verrückte Knöpfchendreher oder als kalt und emotionslos bezeichnet wurden. Mussten wir erst in Amerika unsere Erfolge zeigen und auch in Kanada, später auch in England, bevor wir hier in Deutschland anerkannt wurden und richtig gut rausgekommen sind. Ja, ihr könnt euch freuen auf coolen Beats und vor allem Spaß an die deutsche Sprache. Und was wichtig ist, ihr werdet die Chance nach unserem Konzert haben, uns Fragen zu stellen. Wir können uns da schön austauschen und dann danach dürft ihr eure eigene Song machen und eigene Texte über unsere Musik. Darauf freuen wir uns. Mikrofon abgebrochen. Was hast du gemacht? Das Teil hier. Oh.